Hallo, ihr Quirlinge! Der Wüstenwind bläst mir Staub in die Optik. Trotzdem geht's weiter mit Gewirrplay von Gears Tactics. Wir sind im Akt 2 und es steht entweder Mission Nummer 4 vor uns oder eine Nebenmission. Ich weiß es gar nicht, weil ich es ja blind spiele. Und deswegen weiß ich auch nicht, was in den Kisten drin ist. Aber jetzt weiß ich's. 1, 2, 3. Oder 3, 2, 1. Alles meins. Chorrüstung, Onyx-Hülsen, Chorrüstung, Truppenhelm, Chorrüstung, Onyx-Beinschienen und Mod-Meistergriff. Na Luther, wie findest du das, dass ich so viele Rüstungsteile in meinen Kisten drin habe? Ja, einer meiner Zuschauer hat mir geschrieben, dass in seinem Spiel er irgendwie immer nur Waffenmods findet, die er nicht gebrauchen kann. Und er neidisch ist, dass ich so viele Rüstungsmods finde. Und siehe da, es bleibt dabei. Okay, ja, das sind schöne Sachen. Also, das hier sieht gefährlich aus. Es ist gewirrblau, allein deswegen müssen wir das tragen. Passive Fähigkeit gehärtet, die ist neu, das muss ich mir anschauen. Doppelter Einsatz klingt auch toll. Voller Einsatz ebenfalls. Onyx-Hülsen ist dann schwarz. Und Meistergriff plus 5 Genauigkeitsbonus ist auch nicht schlecht. Mod Gnasher, die haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Meine ich. Naja. Wir gucken erstmal, was es eigentlich zu tun gibt. Ah, eine Nebenmission. Ich dachte es mir doch irgendwie. Und ich muss jetzt von diesen Nebenmissionen 2 spielen, bevor es dann storymäßig weitergeht. Okay, das gucken wir uns gleich an, weil wir müssen erstmal hier ein bisschen in der Kaserne die Gears leveln. Da wäre Mikaela dabei, die hat nämlich den Levelaufstieg geschafft in der letzten Episode. Und Mikaela wollte ich ja ganz offenkundig zur Präzisionsschützin weiterentwickeln, was ich auch jetzt weiterhin tue. 2 Punkte. Was haben wir dann hier oben? Also das hier in der Ecke wäre erreichbar. Und das da auch. Gucken wir mal, welches von beiden mir gut gefällt. Wenn diese Einheit einen Gegner mit einem kritischen Treffer trifft, erhält die ausgerüstete Waffe plus 1 Munition im Magazin. Boah, das macht mich jetzt nicht so an. Und hier? Wenn diese Einheit einen Gegner mit einem kritischen Treffer trifft, erhält sie für diesen Zug einen Bonus von plus 20% für die Chance auf kritische Treffer. Also einmal kritisch getroffen, weiterhin kritisch getroffen. Deswegen heißt es ja auch Glückssträhne. Wie ist das, was ist das hier? Wie im Rausch. Wenn diese Einheit einen Gegner mit einem kritischen Treffer tötet, besteht eine Chance von 25%. Dass sie 2 Aktionen erhält. Dieser Effekt kann nur einmal pro Zug ausgelöst werden. Das, wie oft killst du jemanden mit einem kritischen Treffer? Mal Hand aufs Herz. Das kommt doch so oft nicht vor. Und selbst wenn es oft vorkäme, in nur 25% aller Fälle hast du dann 2 Aktionen. Aber Aktionen sind immer gut. Das würde ich... Ja, das ist nicht schlecht. Und das hier? Erstes Blut. Schuss mit plus 100 Schadensbonus gegen Ziele mit vollen LP. Also, das gibt's auf alle Fälle. Erstes Blut. Das habe ich schon ein paar Mal benutzt. Das hat mir durchaus gefallen. Und ich gebe dir auch wie im Rausch. So, damit sind deine Punkte vergeben. Hat noch jemand irgendwie Levelbedarf? Nö. Wir haben jetzt mehr Gears frei. Wer ist denn zu rekrutieren? Achso, mal gucken, wen wir überhaupt haben. Wir haben... Jetzt 2 Scharfschützen, Mikaela und diese Corina. Wir haben 2 Späher, Haley, die Granatenlady und Marcella. Wir haben an Waffenexperten 2 oder 3. Wir haben Tyrone, Damiano und Darren. Wir haben einen zweiten Sanitäter neben Gabe. Ja, Punkt. Und an Vorhut haben wir Sid und August. Hm. Corinne ist ein Scharfschütze. Die hat ihre Sache gut gemacht. Ich mag Corinne. Die erinnert mich an Brigitte Nielsen. Da gab es auch so einen Actionfilm aus den 80ern, wo die auch so ähnlich rumläuft wie die hier. Kann man dich drehen? Ah ja, guck mal. Brigitte ist so ein Hörgerät. Ah ja, ich werde schon wieder abgelenkt. Pablo ist Vorhut.
Ich habe jetzt zwei Plätze frei. Diese Kirsten hier, die hat Lebenspunkte 525. Corinne hat das gleiche. Sie hat 45, 265, 25, 25, 155, 35. Genau, wir haben genau die gleichen Werte. Aber sie hat 7 passive Fähigkeiten und sie lediglich 4. Das heißt, ihre Karrierestatistiken. Achso, das ist Quatsch. Kann sie nicht haben. Du hast Kommando, fortschrittliche... Wer bist denn du? Aber wie geht denn das? Also ich bin doch jetzt gerade hier... auf Kirsten. Ich gehe auf Kirstens Fähigkeiten. Was habe ich denn gerade gemacht, dass ich auf der Fähigkeit von diesem anderen Typen war? Das ist seltsam. Also, Kirstens Fähigkeiten. Scharfschütze, Explosionsradius, unauffindbar und Schatten. S-E-U-S. S-E-U-S. So. Und deine? S-E-E-U-S. Ne, du hast das andere. Du hast nichts mit U. Ja, du hast 7 auf alle Fälle. Die sind von den Rüstungen. Du hast aus dir selbst heraus den Scharfschützen aktives Nachladen. Wenn diese Einheit ein leeres Magazin nachlädt, fügt sie 2 Züge lang oder bis zum Nachladen plus 25 Schaden zu. Entsetzt, wenn diese Einheit einen Gegner erschießt, erhalten. Das ist gut, die muss ich haben. Du kommst mit, Brigitte. Jetzt Ende der Beratschlagung. Corinne Störer Sexton, genannt Brigitte, wird eingestellt. Und muss dann auch gleich gelevelt werden. In der Kaserne. Aber vorher muss ich noch schauen. Das ist unübersichtlich hier. Also Corinne. Corinne wird Jäger. So, und Mikaela wird Präzisionsschütze. Da wäre es ja toll, wenn die Neue im Bunde, in der, es sind alles noch Frauen, die dich als Scharfschütze einstellen. Naja, die haben vielleicht ein Händchen dafür. Wo sind die da? Ach, die Corinne und Corina, das kann ja nicht gut gehen bei mir. Kann man dir den Namen ändern? Das ist ja fürchterlich. Darf ich dich Brigitte nennen? Ach, du bist schon zum Pirscher geskillt. Ach so, deswegen hast du auch diese Fähigkeiten. Ist ja gar nicht schlecht, weil ich wollte dich ja sowieso hier unten in eins von beiden skillen. Dann musst du auch gar nicht weiter geskillt werden. Ja, das passt. So, aber jetzt an die Mission. Was machen wir denn? Also, ich muss mich für 2 entscheiden, offensichtlich. Wir haben einmal Grimmig Schwert. Vaskar Zentrale. Was muss ich denn da machen? Die Locust haben ihre Präsenz in einem weiteren Gebiet mit Nachschubvorräten ausgebaut. Hindere sie daran, sich die Fracht unter den Nagel zu reißen und sichere die Fracht für den Käufer. Also eine Bergungsmission. Was ist das? Späher haben von einem militärischen Objekt erfahren, das im Kampf gegen Ukon von großer Hilfe sein könnte. Begib dich in feindliches Territorium und birg das Objekt. Das ist auch eine Bergungsmission. Brennend Blitz. Doofe Namen. Und hier, wir haben Nematzysten. Was ist denn das? Das klingt nach einer Krankheit. Ausfindig gemacht. Die auf dem Weg zu einer Reihe wertvoller Ausrüstungskisten sind. Wir dürfen diese Kisten keinesfalls verlieren. Birg die Ausrüstung, bevor sie zerstört wird. Das sind alles Bergungsmissionen, oder wie? Und ist es so, dass ich aus diesen 3 jetzt 2 wählen muss? Oder wähle ich jetzt hier 1? Dann gehen die anderen beiden weg und dann kriege ich 3 neue zur Auswahl. Weil das sind halt alles Bergungsmissionen. Das ist ein bisschen komisch. Nichtsdestotrotz, was ist denn am leichtesten? Setze in einer Mission keine Scharfschützen ein. Schade. Töte mindestens 8 Gegner in einem einzelnen Zug. Das ist schwer. Das ist schwer. Setze mindestens einen Waffenexperten ein. Das ist leicht. Das hier ist legendär. Das hier ist episch. Legendär ist überepisch, richtig? Also wäre ich ja schon dafür, dass wir das Legendäre machen. Und dann... wir machen erstmal Grimmig Schwert. Gegner haben plus 50% Bewegungsreichweite. Und hier?
25% Chance, eine Aktion zu erhalten, wenn deine Einheit einen Gegner tötet. Aber das hilft natürlich ein bisschen bei der Nebenbedingung. Und hier oben Hammerburst-Drohnen verursachen plus 200% Schaden. Oh, das ist gefährlich. Plus 200%, also dreifachen Schaden. Au, oh, ist das mega böse. Und dann ohne Scharfschützen. Au, 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 au. Vorratsbeschaffung, Angriff, Zentrale. Ich nehme Mission Grimmig Schwert Vaskar Zentrale. Muss mindestens einen Waffenexperten einsetzen. Muss ich dran denken. Achso, jetzt ist es wohl so, wenn ich jetzt diese Nebenmission mache, dann ist bei der anderen Nebenmission, dann können die Kollegen nicht mehr wieder mit. Richtig? So, okay. Also erstmal fügen wir einen Waffenexperten hinzu. Damit wir die Nebenbedingungen haben. Wer ist denn ein Waffenexperte von uns? Tyrone? Damiano oder... ja. Darren Hasse. Tyrone ist Level 3. Ich nehme Darren mal mit. Einfach, weil der noch nicht dabei war. So. Dann... wer kommt noch mit? Ich bin ein Fan von Marcella geworden irgendwie. Ich finde die gut. Nee, Kyla finde ich auch gut. Nehmen wir Gabe mit. Oder wir nehmen die andere. Die andere Späherin. Die neue. Also Hayley ist ja nicht neu. Wir nehmen Hayley mit. Dann ist Marcella mal auf Urlaub. Mit Kyla eigentlich auch. Wir machen mal so eine Nobody-Runde. Darren, Hayley... und, naja, einen Rambo sollten wir dabei haben. Wir nehmen August mal mit. Ach, so siehst du ohne Helm aus. Haben wir noch nie gesehen. August. Und irgendwie habe ich den Eindruck, wir sollten vielleicht doch jemanden dabei haben, der irgendwie was versteht. Dann nehme ich doch Mikaela irgendwie mit. Also irgendwie... so. Ich habe ja keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht ist. So, jetzt muss das bearbeitet werden. Erstmal du. Handgriffe. Mehr Schaden, oder was ist das hier? Mehr Chance auf kritische Treffer. Nö, mehr Schaden ist mir dann lieber. Aber der hat noch mehr Schaden. Dann nimmst du bitte den und tausch das bitte mit Tyrone. Magazin plus 1 Munition, das ist schön. Rückstoßadapter. Brr. Genauigkeitsbonus. Passive Fähigkeit Patrouille. Verursacht mit Feuerschutz mehr Schaden. Ne, Genauigkeit ist mir dann lieber. Läufe. Dann könntest du hier noch mehr Schaden machen, oder? Unterbrechen. Schüsse dieser Einheit steuern das Ziel zurück. Dann büße ich Schaden ein. Aber wer weiß, wozu es gut ist. Nimm mal das mit dem Unterbrechen. So, dann sekundäre Waffe. Du schnappst dir eine der Snap-Pistolen aus unserem Vorrat mit Tyrone tauschen. Wir haben keinen Heiler dabei. Gut, hat man zuletzt auch nicht. Ja, muss halt so gehen. Du nimmst die guten Granaten, weil du der Waffenexperte bist. So, Helm. Passive Fähigkeit gehärtet.
Diese Einheit erhält plus 10% maximale LP. Das ist schon mal nicht schlecht. Auf kritischen Trefferschaden. Blutbad. Wir haben ja Orgus dabei. Der zieht sein Zeug an. Explosionsradius. Ja, du bist ja Waffenexperte, du hast einen höheren Explosionsradius. So schließe ich hiermit. Helm, dann obere Hälfte Rüstung. Kadettenbrustpanzer, Stabilisatoren. Schüsse aus der Deckung heraus erhalten plus 5% Genauigkeit. Oh, das ist schön. Was ist hier? Jeder von dieser Einheit ausgeteilte und erlittene Schaden wird um 10% erhöht. Ausgeteilt und erlitten. Das ist natürlich nicht schön. Mehr ausweichen. Wenn diese Einheit einen Gegner ausschaltet, erhält jeder Verbündete 5% seiner... Das müsste eher so der Scharfschütze machen, glaube ich. Blitz. Autolader. Diese Einheit erhält zu Beginn deines Zuges eine Chance in Höhe von 60%, die Hauptwaffe mit einer Munition nachzuladen. Wenn diese Einheit einen Gegner ausschaltet, erhält jeder Verbündete 10% seiner maximalen LP. Da wir keinen Heiler dabei haben, nimmst du mal hier diese Jägerhülsen. Das hat Mikaela bisher. Okay, dann behält die das an. Dann nimmst du das andere, was wir da haben. Hier, die Standardjägerhülsen. Dann könnt ihr so ein bisschen heilen. Ihr solltet ja die meisten Gegner ausschalten. Eigentlich, wenn es normal läuft. Was es nicht tun wird. Und an Schüchen. Passive Fähigkeit Magazinerweiterung. Das ist nicht schlecht. Ruhm, wenn diese einen Gegner hinrichtet, erhält sie eine Chance, die Abwehr seiner Wehr. Aha. Schatten. Doppelter Einsatz. Wenn dieser einen Schuss ausgeführt hat, erhält sie in diesem Zug plus 5% Schaden. Dieser Effekt kann bis zu 3-mal gestapelt werden. Aha. Delta-Riemen ist mir am liebsten im Moment. Wobei, den kriegt eher Marcella. Mikaela meine ich. Den hat sie auch schon. Selbstreparatur. Wenn die Einheit während des letzten gegnerischen Zuges Schaden erlitten hat, heilt sie zu Beginn deines Zuges 10% ihrer maximalen Gesundheit. Will ich haben. So. Der ist jetzt auch ein bisschen defensiv ausgestattet. Das ist aber Absicht. Auch bei dir sehe ich keinen Helm. Warum denn nicht? Ich habe dir doch einen gegeben. Da. Warum? Komisch. Also eigentlich müsste er seinen Helm hier zeigen. Okay, August. Bei dir ist es relativ einfach. Ich würde dir ausrüstungsmäßig dein Footballzeug wieder anziehen. Du kriegst Fähigkeit Stecher, wenn dieser ein bisschen... Na gut, es ist besser als das andere. Magazin, Genauigkeit minus 1 Munition. Aber plus 10% Genauigkeit, dann nehme ich das in Kauf. Visier. Nochmal plus... nehmen wir das hier. Plus 7% Genauigkeit. Mit Sid tauschen. Läufe. Da machst du den mit mehr Bums. Sekundär bitte eine Snap-Pistole nehmen. Wer kommt nicht mit? Marcella kommt nicht mit. Granaten. Da haben wir nur die normalen. Genau. Helm. Da ziehst du bitte deinen Football-Helm auf. Den hat Mikaela dann halt nicht. Ach so, da musste man zeigen, dass es angeht. Ah, okay, verstehe. Ich glaube, ich habe das Helmproblem gerade gelöst. Du ziehst dann an dein Football-Dress. Wo ist denn das? Erkenne ich das hier? Und an
Hosen ziehst du deine komischen... Oh, wo sind denn die? Hier, Trashball-Polster. Das ziehst du an. August. Jawohl. Und zurück. Jetzt nochmal zu dir. Ich glaube, man kann einem am Helm... Ah, hier. Ich muss es hier anschalten. Okay. Das will ich überall anschalten, damit ich einfach sehe, dass sie alle einen Helm haben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn mal einfach vergesse auszuteilen. Dann machen wir noch Haley und zum Schluss Mikaela. Haley ist die Marcella quasi. Die Späherin, richtig. Du kriegst den Genauigkeitsbonus hier. Handgriffe, Munition, Erweiterung, jawohl. Genauigkeitsbonus auch gut. Läufe, Schaden auch gut. Snap-Pistolen kriegt ihr alle. Die müssten auch dabei sein. Ein Daniel macht gar nicht mit. Also her damit. Granaten. Wobei, du könntest ja eine Stimmgranate nehmen. Warum eigentlich nicht? Aber... Soll ich das machen? Du nimmst die Stimmgranate mit. Ich werde mich verfluchen, wenn ich dich an die Front schicke und feststelle, dass ich irgendwelche Kriecher nicht wegbomben kann, weil du ja die Heilgranaten hast. Aber das ist ein zukünftiges Problem. Bei dir gebe ich dir einen Helm. Natürlich, welchen denn? Ausweichen. Kritischer Trefferschaden. Nimm den. Und zeig ihn mir an. So. Du müsstest irgendwelches Späherzeug tragen. Ausweichen, Blitz. Na, Blitz ist gar nicht schlecht, das mag ich eigentlich. Das volle Einsatz finde ich nicht so schön. Schüsse aus der Deckung erhalten, Genauigkeit. Ja, das finde ich gut. Obere Hälfte, untere Hälfte. Jägerarmschienen für die Beine. Aha. Wenn diese Einheit einen Gegner hinrichtet, erhält sie dann schon. Ja, das ist nicht schlecht. Wenn diese Einheit in Deckung und nicht flankiert ist, erhält sie 7 Ritter auf Ausweichen. Weiter laufen können, Bewegungsreichweite. Boah, es wird echt unübersichtlich. Ich glaube, ich werde es in der nächsten Mission so machen, dass ich mir das aussuche und euch dann zeige, was ich denen gegeben habe. Und dass ihr nicht gleich dabei seid, wie ich das mache, weil das dauert sonst alles viel zu lange. Mittlerweile. 15 Lebenspunkte und Magazinerweiterung. Oder? Ey, komm, nimm das da. Delta Riemen. So. Damit bist du durch. Und Mikaela. Du bist noch am dransten. 12 Genauigkeitsbonus, weniger Schaden. Ist mir recht. Bolzen, mehr kritische Trefferchance, Patrouille. 15% mehr Schaden. Nee, das ist gut so. Zielfernrohr, 7% Genauigkeitsbonus. Ja, will ich auch haben. Läufe, mehr Schaden. Gut. Sekundär, du hast so eine Snap-Pistole, richtig. Granaten, du hast die Splittergranaten, richtig. Die hat Darren, das passt so.
Das behaltet ihr genauso an. Helm. Noch mehr kritischen Trefferschaden. Fortschrittliche Optik. Passt eigentlich sehr gut zu einem entsprechenden Scharfschützen. Achso, Moment. Helm anzeigen, jawohl. Untere Hälfte oder obere Hälfte. Mehr Ausweichen und Champion. Das ist gut. Untere Hälfte. Achso, das Ding. Das ist auch gut. Okay. So, Jungs und Mädels. Ich drücke euch alle Daumen. Was müssen wir machen? Grimmig Schwert heißt das. Wir müssen irgendwas bergen. Macht keinen Scheiß. Ich bin nicht schuld. Bei dieser Mission geht's um Kontrolle. Positioniert euch bei den Nachschubstandorten und ladet ein, was ihr könnt. Die Maden werden's euch nicht einfach machen. Wollen unsere Vorräte zerstören. Schützt sie! Zeit zum Handeln! Rühr nicht so in deinen Helm. Oh, hier liegt die Kanalisation offen. So, wir haben bestimmt blaue Kisten irgendwo. Die erste habe ich hier gefunden. Die ist, ja, die kann man holen. Das ist in der Nähe des Standorts. Mag ja diese halte diesen Punkt Nebenmission eigentlich gar nicht. Da habe ich gleich wieder richtig in die Kacke gegriffen hier. Also weit hinten wird die nächste Kiste nicht sein. Die ist bestimmt irgendwo in der Mitte zwischen den beiden anderen Standorten. Da ist sie bestimmt. Da ist sie garantiert, sehe ich ja. Also hier eins. Dann da hinten zwei. Hinter diesem komischen Bulli. Aha. Ja, zwischen den beiden hier letztlich. Und die andere Kiste ist dann bestimmt. Ein bisschen weiter weg. Ah, ich habe sie noch nicht gefunden, aber es gibt immer drei Kisten. Ach, da. Die ist letztlich auch in der Nähe. Also von dem Kreis eins rechts. An dem Kreis, naja, auch ein bisschen nach unten und dazwischen. Das sollte ich mir merken können. Da oben ist ein Dach. Wäre doch irgendwie logisch, wenn ich Mikaela da oben drauf positioniere. Als Scharfschützin. Und sie hilft halt da, wo sie halt helfen kann. Cole muss auf alle Fälle an eine Position gehen und der Waffenexperte Darren auch an die andere, weil die so ein bisschen was aushalten. Und Haley. Eigentlich könnte man so machen, dass Mikaela oben ist und oben hilft. Haley hilft von unten. Und die beiden Herren, die stellen sich dahin und sorgen dafür, dass sie geschossen werden. So ungefähr ist mein Plan. Mal gucken, wie sehr der in die Hose geht. Lauf du mal dahin. Bin unterwegs. Mal aufdecken, ob irgendwo schon Gegner sind. Oder ob die erst kommen, wenn ich mich den Kreisen nähere. Oder wenn die erste Runde vorbei ist. Mikaela ist eine Scharfschützin. Ich habe gesagt, sie soll am besten oben auf dem Dach sich positionieren. Du kommst bis dahin. Dann bitte. Bereit. Du bist derjenige, der nach links rüber gehen soll. So, da daneben, Brücke bitte. Vor auf Position. Befehle? Ja, und du bist diejenige, die sich um die Kisten kümmert, um die blauen und halt hilft, wo sie helfen kann. Da die beiden gerade da drüben sind, gehst du mal zu deinem Gevatter August, genau dorthin. Kontakt! Nein, geht weg, ich will euch nicht sehen. Bleibt doch, wo ihr... Ja, komm. Oh, das ist ein Boomer. Scheiße. Und eine Zecke. Ei.
ich höre ihn laufen. Und das ist nicht schwer. Der ist ja sehr weit gelaufen. Er ist ja... Ach, jetzt komm. Ich kam ja gar nicht dazu, doch was zu holen. Jetzt sind wir dran. Doofgesichtiges Ding. Jetzt sind wir dran. Wie Kyla. Vorschläge? Was? Tja. Eigentlich sollst du ja von oben schießen. Ja, kommst da oben hin. Toll. Okay. Ja, du sollst ja auf alle Fälle in den Kreis reinlaufen. Ich kann von hier aus nicht schießen. Dann geh mal dahin. Der schubst den Reifen und den Eimer aus dem Weg. Ah, du bist wie eine Elfe. Oh, ist das. Oh, das sind ja ganz viele. Soll ich für zwei von der Sorte gleich die Granate einsetzen? Geht das überhaupt? Das geht. Wir haben jetzt noch einen Kriecher und einen Boomer und eine Zecke im Moment. Wenn nicht noch irgendwas auf der Karte lauert, das schon immer da war und das ich nicht gesehen habe. Oder ich habe die Hälfte vergessen. Naja, das Vieh wird zu dir laufen. Und zwar wahrscheinlich genau so, dass es hier lang läuft. Deswegen stelle ich mal ganz... Alles im Blick. Breitbeinig da rein, mach da mal Feuerschutz. Du kommst sowieso nicht in den Kreis. So, wer bist denn du? Du bist, Heidi, du bist die Späherin. Wie spielen wir? Erstmal August. August, geh da mal rein. Na klar. Und schau dich mal um, was da ist. Verteidig dieses Gebiet! Ja, ich weiß. Abwarten. Höre klar und deutlich. Ja. Also der Boomer ist... Ja, wo ist denn der wohl? Sind die alle darüber gelaufen? Es spricht einiges dafür. Ich sehe den Boomer noch nicht, also kann ich doch genauso gut mit ihr mal irgendwo hingehen, von wo aus ich dann die Kiste werfen kann, die da hinten ist. Okay, verstehe. Ja, geh du mal hier in Deckung. Verstanden. Melde mich zum Dienst. Ja, das werden wir später sehen, was du machst. Mikaela, du solltest ja eigentlich solltest du aufs Dach. Du kommst gerade so hoch. Tja. Ja, geh da hoch. Okay. Oh, da ist der Boomer. Scheiße. Jetzt weiß ich, wo er ist. Und ich weiß auch, wo die Zecke ist. Ich hoffe, der... Oh, wenn der zu dir hochläuft, wie Kyla, dann war es das. Dann war es das mit dir. Aber ich kann da nicht mehr helfen. Es tut mir leid. Ja gut, du musst gar nichts machen, weil die werden ja wohl nicht zu dir kommen. Lauf zu der Kiste oder lauf dahin. Hab sie! Oh, ich bin nicht gut positioniert. Hat euch! Okay, der ist weg. Zurück in dein Loch! Wo läuft denn der jetzt hin? Du läufst jetzt ernsthaft die Treppe hoch? Zeig
Ich bin überrascht, dass er die Dinge tut, die er halt tut. Okay, was kann ich denn tun? Befehle? Ja. Du musst auf alle Fälle erstmal in den Kreis laufen. Lauf mal so weit, wie dich deine zwei Punkte tragen. Dahin. Bin unterwegs. So. Und jetzt wäre es das Ziel, du hast ja mit dem Feuerschutz den einen Kriecher ausgeschaltet, das war ja gar nicht so verkehrt, dass du... Oh, 38 ist mir zu wenig. Dann stelle ich die lieber in den Feuerschutz, falls Mikaela die nicht tot kriegt. Sprich mit mir. Mikaela kann, darf und sollte. Sie kann auf eine Position gehen, von wo aus sie den Dicken hier irgendwie zweimal schießen kann. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. August. Was brauchst du? Ich brauche mehr Leute. Du könntest ebenfalls auf eine Position gelangen, von wo aus du zweimal auf den Typen schießen kannst. Und du hast eine Granate. So. Aber sollte ja jemand hier im Kreis stehen bleiben, das wäre dann Haley. Aber die ist ja eigentlich die Granate. Aber die kommt da nicht sinnvoll hin. Außerdem sollte ich nicht alle Granaten wegballern. Zumal irgendjemand von euch auch die Heilgranate hat. Bist du das? Ja, das bist du. Also bist du sowieso nicht die Granatöse hier in diesem Level. Sie kann sich anstrengen. Dann hält sie zwei Aktionen. Also einen mehr. Dann hält sie vier. Naja, das ist mein Joker. Steht sie eigentlich im Kreis drin? Zählt das, wo sie ist, schon als Kreis? Das werde ich erst sehen, wenn er rausläuft. Weil wenn der Kreis noch so hell und dick umrandet ist, dann zählt das. Richtig? Genau. Mit anderen Worten. Wie spielen wir? Orgus, du gehst mal dahin. Kannst du den Dicken mit einem Bajonett killen? So theoretisch, die Treppe runterrennend? Geht das? Wenn das nicht geht, habe ich ein Problem. Naja, geh erstmal hier hin. Das ist ja nicht verkehrt. Okay. So, wenn wir jetzt mit Feuerkraft erlösen wollten, das Problem, dann könntest du mit 92%iger Chance treffen. Mach's aber nicht wirklich viel Schaden. Wenn wir das mit Bajonettangriff lösen wollen würden, dann ginge das von hier aus nicht. Wenn ich wüsste, ob das geht, wenn ich da oben stehe. Es müsste eigentlich, weil es gibt ja eine gerade Linie. Der Typ ist nicht gedeckt. Aber es ist auch so ein Panzer. Aber es wäre doch das... Nee. Funktioniert nicht im Fall von Deckung. Wahrscheinlich auch nicht im Fall der eigenen Deckung. Die Einheit stürmt in einer geraden Linie auf einen ungedeckten Gegner zu, um diesen mit dem Bajonett zu töten. Der Gegner ist nicht gedeckt. Du musst selbst auch nicht gedeckt sein. Ich meine, das müsste funktionieren. So wie ich das verstehe. Und ich muss es ausprobieren. Das heißt, du müsstest dich jetzt am besten mit einem Bewegungspunkt irgendwo hin bewegen. Das geht nicht. Du musst es hier oben versuchen.
Da bist du gedeckt. Du darfst nicht gedeckt stehen. Wenn du hier oben stehst, stehst du nicht gedeckt, richtig? Du stehst nicht gedeckt. Und ein Bayonettangriff geht nicht. Warum geht der nicht? Scheiße. Warum geht der nicht? August steht nicht gedeckt. Der Gegner steht nicht gedeckt. Ist es die Treppe? Ist es die fucking Treppe? Naja, da das jetzt nicht geht, kannst du eigentlich nur noch, um dich irgendwie zu retten. Also die Zecke kriege ich mit seinem Feuerschutz irgendwie unter Kontrolle gehalten, glaube ich. Da du jetzt hier so auf dem Präsentierteller stehst und den Bayonettangriff nicht machen darfst, warum auch immer, kann ich nur versuchen, dass du die Granate jetzt wirfst. Genau jetzt. Werfe Granate! Ich höre. Du hörst die Granate. Das läuft nicht gut da unten. Liebes. Also hier hast du doch wohl einen wunderbaren Schutzplatz. Es ist zu überlegen, wenn du deine Granate auch nach unten würfest, aber ich glaube, du machst mit der Wumme mehr Schaden. Du hast jetzt 2 Punkte. Erstes Blut. Kostet mich einen Aktionspunkt. Aber kann ich nicht mehr machen, weil der schon... Ah, das war natürlich doof, weil die anders so machen sollen. Dann kann ich das nicht mehr machen, weil da redet er nicht mehr. Ich kann dann plötzlich... Also das geht nicht mehr auf diesen Typen. Das geht nur noch auf das da unten. Aber das ist natürlich Blödsinn, das da zu machen. 30% Genauigkeitsbonus und 30% Schaden. Kostet aber 2 Aktionen. Das ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Weil ich hier eine Trefferchance von 100% habe. Aber der Schaden ist natürlich minimal. Wenn ich eine Granate würfe, naja, mehr kriege ich wohl nicht hin. Werfe Granate! So. Jetzt ist zu überlegen, ob ich ihn in den Feuerschutz stelle, um ihn irgendwie bei dem, was er tut, zu unterbrechen. Aber gar nicht. Wobei doch, es geht. Oder? Moment. Da, er steht jetzt im blauen Kreis. Wenn er sich bewegt, kriegt er eine drauf und ist seinen ersten Aktionspunkt erstmal irgendwie los. Besser als so drauf zu schießen, weil ich ihn sowieso nicht tot kriege. Halte Ausschau! Bereit! So, und du musst dann zwingend einen Feuerschutz über diese Zecke machen. Ja, über diese Zecke machen. Na komm, ich bin bereit! Tja, Haley, und du? Deine Position zählt für die Nachschubbesorgung, deswegen, ja, möchte ich da ganz gern diese beiden Punkte mir holen. Jetzt, wer weiß, was noch kommt. Das war nicht die letzte Gegnerwelle. Das war die erste von vielen. Deswegen gehst du... Wobei, du bleibst eigentlich mal genau da stehen. Du kannst da hinten sowieso nicht viel tun. Vermute ich. Wenn du deine Stimmgranate in der nächsten Runde werfen musst auf August, dann kommt das noch früh genug. Dann kannst du das immer noch machen.
Und so stehst du hier günstig, um irgendwann mal, wenn es gut läuft, hier dir die Kiste zu holen. Also machst du gar nichts. Okay, du kannst natürlich Feuerschutz irgendwo hinmachen, für den Fall, dass von da irgendjemand kommt. Oder wenn der Dicke da reinläuft. Wenn da irgendjemand reinläuft. Augen aufs Ziel. Vorsicht! Direkt reingelaufen. Was macht der? Ist der bescheuert? Bist du doof? Hab euch! Schießt du jetzt? Ja. Und die Zecke ist auch noch im Spiel. Aber die läuft zum Falschen. Oh, Scheiße! Diese Zecken sind nicht zum Kuscheln hier. Kick sie weg, bevor sie explodieren! Kriecher! Und ich habe keine Granate mehr. Super! Und noch mehr. Was seid ihr für welche? Berserker und Hammerburst-Drohnen. Aber immerhin, ich habe 2 Nachschübe. Los geht's! Okay, so. Von wo kamen die? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hier unten. Also ich sollte wenn möglich mit ihm dorthin Feuerschutz machen. Und mit dir, weiß ich nicht. Nee, keiner ist ja genau dafür da, von hier oben solche Leute zu erledigen, wie den Dicken da unten. Aber wenn ich diesen Waffe aufnehme, habe ich ja wieder Bomben. Richtig. Von wo aus kannst du den treffen? Liebes. Weiß ich dein Ernst hier? Ich muss echt 2 Punkte dafür opfern, dass du ihn überhaupt treffen kannst. Ich rück aus. Das ist nicht toll. Jetzt mach bitte wenigstens keinen Scheiß. Oh, Kacke, der überlebt das. Der überlebt das. Ja. Sollen sie kommen? August, du musst einmal noch diesen Typen einer draufhauen. Wie viel Wahrscheinlichkeit hast du? 100. Dann kannst du aber, weil du ja recht wenig in der Wumme hast, also nur 3 Schuss, da kannst du ja genauso gut die da nehmen, weil das reicht ja mit der auch. Und da hast du wahrscheinlich auch 100%. Ja, dann mach das doch mit der kleinen. Piff, paff. Damit bist du auch ein bisschen geheilt. Das war schön. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber gut, dass du das gemacht hast. So. Jetzt sollte... Befehle? Jetzt solltest du dir diese Waffe nehmen, weil du damit 2-mal bomben kannst. Weil ich glaube, mindestens eine Gegnergruppe, wenn nicht gar beide, laufen in deine Richtung. Also, lass alle Hoffnung fahren. Nimm dir dieses Ding jetzt auf. So, das... Da bist du dann gar nicht im Kreis. Das ist ja auch Kacke. Hab verstanden. Was soll ich machen? Kommst du irgendwie da wieder rein? Nee. Ich komme halt nur wieder ran. Mhm. Es ist, wie es ist. Oh, so, da waren die. Okay, ich verstehe. August! Mach keinen Scheiß. Wie spielen wir? Oh, du kannst sogar da schießen, theoretisch. Naja, aber nicht mit 10%. Wobei es jetzt ja fast besser ist, wenn du von deiner Position aus mit der Pistole Feuerschutz gibst, dann kannst du 2 von denen in Schach halten mit 2 Punkten. Und Haley,
Yep. Muss das genauso machen mit denen da. Das wird alles nicht reichen. Sie wird gekratzt werden. Aber was soll ich sonst machen? Die sind zu nah. Es sind auch zu viele. Und eine Granate habe ich nicht. Nicht mehr. Scanne jetzt. Mach du das? Ich glaube, in der Runde kriege ich keinen einzigen Punkt für, also die Bergung. Und du machst ein bisschen Unterstützung. Dann haben wir 5 Schüsse, die wir abgeben können. Scharf und bereit! Aufgepasst, sie kommen! Ja, ich weiß! Ich sehe sie! Noch mehr Muni! Feind am Boden! Wo läufst denn du hin? Ja, der läuft jetzt rein, oder? Verdammt! Und kratzt. Der hat mich! Ja. Und da ist noch einer. Scheiße! Das hat mich gekratzt! Hab ich gesehen! So. Also Orgus steht so, dass er sinnvollerweise nur bei seiner Kollegin Haley helfen kann. Er hat die kleine Wumme. Aber der Schaden reicht halt nicht. Große Wumme. 56 und tot. 56, naja. Naja, einen von beiden kriegst du wohl tot. Richtig, richtig. Versuch dein Glück. Warum denn gleich der Erste daneben? Gute Nacht, Rottel. Ja, und dann... Naja, nochmal. Meine Waffe hat keine Muni. Es hätte eigentlich zweimal klappen müssen und einmal nicht. Höre klar und deutlich. Musst du dich mit dem da beschäftigen? So. Warum hat sie die beiden nicht ausgeschaltet? Weil sie so steht, dass sie auch hier schießen kann. Das hätte er auf keinen Fall gekonnt. Das war so mein Gedanke. Sie kann jetzt dem ins Genick schießen. Hoffentlich. 33. Lieber zweimal mit der kleinen Wumme schießen, dann ist er halt sicher weg. So, was macht denn die Kai da? Die kann ja da oben vielleicht auch mir ein bisschen helfen. Ja? Naja, geh erstmal da. Ich rück aus. Mach bitte keinen Scheiß. Und das war's. Ja. Bleibt der Stinkstiefel. Haley hat ja erstmal hier keine Gegner in der Nähe. Glaube ich. Und sie sorgt dafür, dass hier weiter geborgen wird. Das heißt, es ist gar nicht so verkehrt. Wobei ich natürlich nicht weiß, wo die anderen Gegner sind. Die sind hier irgendwo, aber ich habe keine Ahnung, wo die waren. Aber es ist ja logisch, dass die den anderen Kreis angreifen. Dann wäre es jetzt wiederum auch gut, wenn du mit der kleinen Wumme hier zweimal... Ich habe Mikaela, richtig. Höre klar und deutlich. Dass du mit der kleinen Wumme zweimal auf den schießt und dann relativ sicher ihn weghaust.
daneben. Das kann nicht wahr sein. Da schießt du zweimal mit 84% und triffst nicht zweimal. Es kann echt nicht dein Ernst sein. Dann muss Mikaela... den in den Feuerschutz stellen. Das geht ganz knapp. Ob der trifft, ist natürlich eine ganz andere Frage. Alles im Griff. Ja. So. Du hast diese granatöse Waffe. Irgendwo kommt da hinten ein Gegner. Ja, ich habe keine Ahnung, woher. Ich würde ganz gern einmal mit dir da irgendwo hinschlittern. Am besten möglichst weit in die Ecke, um zu schauen, ob ich da die Gegner sehe. Auf den Weg! Ja, die sehe ich. Dann würde ich jetzt versuchen, da rein zu ballern. Den dicken weg, den hinteren weg, na, den vorderen weg, irgendwie logischerweise. Den vorderen weg und den hinteren anzählen. Und ein bisschen zurückschleudern. Mach. Letzter Schuss! Friss und stirb! Zeit ist um, da kommen sie! Vorwärts! Oh, da war noch einer. Kommt davon! Jo, der läuft da rein. So eine Scheiße. Okay. Den da muss Mikaela ausschalten, irgendwie. Ich höre zu. Ja. Bis dahin. Wobei, du musst ja auch den Dicken da weiter. Der schießt. Oh, das ist ja doof. Na, geh erstmal dahin. Bewegung. 100%, oder? Aber der ist dann nicht tot. Erstes Blut. Das geht bei dem Typen. Ist er auch nicht tot. Aber der Feuerschutz ist wahrscheinlich weg. Mach mal. Hab nichts mehr. Kritisch in den Kopf. Made erledigt. Sehr gut. Made erledigt. So. Jetzt greifst du zur Pistole. Und schießt dem da ins Genick. Hoffentlich. Schied dir recht. So, dann bist du erstmal deine beiden dringendsten Sorgen los. Wir haben da noch einen Berserker und da einen, der den Helden spielen will. Du kannst noch einmal ballern. Das hier ist eine halbhohe Deckung. Du kannst deinen einen Explosionsschuss auf den schießen. Wenn der weg ist, kannst du aus der Position, wo du gerade bist, dann kriegst du ja wieder deine alte Waffe und hast dann noch zwei Aktionspunkte. Hast du hoffentlich auch noch genug Munition. Da in die Richtung Feuerschutz machen. Das ist jetzt der Plan. Du Arsch, hau dich mal da raus. Na komm, ich bin bereit.
Gleichzeitig wird dann hier eingesammelt. Höchstwahrscheinlich. So, was ist mit Einsammeln hier? Wir haben die Situation, dass wir hier eine Kiste einzusammeln haben und da. Cole hier. Du gehst mal dahin. Aha. Da ich nicht sicher bin, ob nachgeladen wird, automatisch in der nächsten Runde, wenn der weg ist, lädst du jetzt nach. Feuer bereit! Dann ist der Kreis hier bemannt und Haley kann die Kiste, die ein bisschen abseits ist, sich die besorgen. Genau jetzt. Lieferung gesichert! Oh, Backe Haley! Die Hälfte ist geschafft! Weiter so! Ja, uns halten sie nicht auf! Alles klar, Leute! Auf geht's! Okay. Darren. Ne, das ist August. Ist wieder bei Kräften. Haley hat diese Sache da geholt. Und muss ich jetzt ganz schnell, ganz weit verpissen. Erstmal dahin. Klar. Das war jetzt wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll, das zu tun, aber du bist halt halb angezählt. Nutz mal die Stimmgranate auf dich selbst. Oder? Nee, du bist schon angezählt. Mach die Stimmgranate auf dich selbst. Melde mich zum Dienst. So. Du musst einer Kollegin irgendwie helfen. Ja, dahin. Okay. Wenn irgendeiner Haley zu nahe kommen will, wird er von dir behagt. Aber das überlege ich mir noch. Mikaela, was kannst du tun? Oder was, wie ist die Situation hier drüben eigentlich? Ach, der Arsch ist immer noch da. Gab es hier hinten irgendwelche Drops von Gegnern? Ich okay. Du solltest den eigentlich erledigen, wenn es irgendwie möglich ist. Okay. Es wäre verlockend, ihn hinzurichten. Dann bekäme Haley einen Punkt mehr und August auch. Dann kriege ich aber hier keinen Drop. Aber es ist auch im Moment niemand in der Nähe, der hier dann reinläuft und irgendwas kaputt macht. Es ist also eine Option, das zu tun. Auf dem Rückweg könnte man dann hier das einsammeln und wieder hier rüber hüpfen. In der nächsten Runde, wenn dann hier hinten nicht die Lage völlig eskaliert. Bin ganz Ohr. Du wirst eigentlich auf der anderen Seite gebraucht und musst nachladen. Das ist alles total scheiße. Du brauchst ja schon zwei Aktionspunkt, um hier rüber zu kommen. Ich nehme mal. Du lädst jetzt erstmal nach. Oder kannst du. Ja, du kannst den nicht innen durch, das ist viel zu weit. Ja, vergiss es. Du musst jetzt nachladen. Lade nach! Dann musst du. Auf wen schießt du hier? Ach so, ja, der. Aber das ist ja keine Hinrichtung dann.
Wobei, wenn du den erledigen tätest... also sie müsste ihn kritisch töten. Warte mal, was ist deine Crit-Chance auf diesem Typen? 35%. Es besteht eine Chance von quasi ein Viertel von 36, von 9%, dass sie den trifft und dann 2 Aktionspunkte wiederkriegt. Aber auch nur sie. Das ist kein Deal. Du musst jetzt darüber gehen. Kannst du da irgendwo stehen, wo du dort irgendwie helfen kannst oder so? Vermutlich nicht. Aber geh erstmal dahin. Oh, der Tisch. Auf Standby. So, ich bin immer noch der Ansicht, ich weiß nicht mehr, ob hier jemand gelandet war. Scheiße, wenn da jetzt da reinrennt, aber ich muss das Risiko eingehen. Du wirst diesen Typen jetzt hinrichten. Jetzt. Wie fühlt sich das an? Speer auf Standby. Damit, eine Made weniger. Damit hast du wieder eine Aktion gewonnen. Das hilft dir aber nicht so viel. Aber immerhin, du könntest einmal Feuerschutz machen. In diese Richtung. Richtig? Nee, kannst du nicht. Das musst du mit der kleinen Wumme machen, weil du sonst nicht so tief kommst. Wo sind denn die alle? Die sind doch weiter hier hinten aus diesem Kreishaus, richtig? Ich sehe jetzt nur einen. Wir können auch darum kommen, dann habe ich ein Problem. Aber habe ich dann sowieso. Ich habe sowieso ein Problem hier hinter der Ecke wieder. Du machst einmal da Feuerschutz hin. Überwache die Umgebung. Und August hat jetzt 3 zur Verfügung. 3 Schüsse, 3 Aktionspunkte. Und macht seinen Feuerschutz da so hin, oder? Eigentlich auch in die Richtung, wenn die daher kommen. Dann müssen sie da erstmal rumlaufen. Aber eigentlich werden die da durchlaufen. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich mache es so. Postiere mich hier. Ja. Ach so, du bist ja auch noch da, richtig. Du kannst ja auch nochmal Feuerschutz mitmachen. Wenn da einer rumläuft, kriegt er zumindest einen Schuss in die Stirn. Halte Ausschau. Sie rücken vor. Ich sehe sie. Noch mehr Muni. Kommt davon. Alles klar, Leute. Auf geht's. Das lief ziemlich gut. Dann erstmal du, weil es völlig klar ist, was du tust. Du holst das Ding hier. Jetzt. Auf den Weg! Gehört uns! Und gehst wieder hier in Deckung. Und sicher ist sicher, du lädst jetzt nach. Werde nachladen. Mhm. So. Haley, ich weiß nicht, was du machen sollst. Okay. Erstmal du, weil du ja da unten nicht in den Nahkampf geraten kannst. Den du ausschalten kannst, den kannst du bitte auch ausschalten. Das ist ein Scharfschützenschuss. Aber ein Präzisionsschuss. 40% Trefferchance. Was kannst du tun? Du kannst gar nichts tun. Du kannst aber theoretisch in den Kreis hüpfen und oder du kannst dir diese Truhe holen. Weiß ich noch nicht.
Was brauchst du? War ja nicht irgendwo ein Typ, den man hinrichten kann? Hier war doch irgendwo einer gefallen. Eine Granate ist nicht wieder einsatzfähig im Moment. Du könntest dahin gehen. Kannst du da auf ihn schießen, ohne in den Feuerschutz zu geraten? Aha, du kapierst es! Geht das? Auch nur 10%. Ist doof. Du machst da lieber... Du machst gar nichts. Du hast ja nur noch einen Schuss in der Wumme. Was du machst, weiß ich noch nicht. Ach, da hinten ist der Nächste. Jetzt sehe ich den erst. Der ist hier reingerannt und ist von, wie keiner geschossen worden ist, zurückgeprallt. Aber das waren noch nicht alle. Also einer ist hier gestorben. Das ist der Zweite, das ist der Dritte und es fehlt doch noch ein Vierter, meiner Ansicht nach. Wo der ist, habe ich keine Ahnung. Ich höre zu. Prozent ist mehr als der andere. Aber es ist natürlich auch viel zu wenig. Allerdings könntest du hier ganz tiefen Feuerschutz machen. Das ist echt eine Überlegung wert. Du hast zwei Schüsse in der Wumme. Dann lädst du hier mal nach. Ich sehe Deckung, ich lade nach. Und dann wirst du hier tatsächlich den Feuerschutz machen. Bis da hinten hin. Scanne jetzt. So. Ich höre. Jetzt, wo ich weiß, dass der Sack da hinten steht, kann ich den ebenfalls in den Feuerschutz nehmen. Mit Mikaela, die eine sehr gute Chance haben dürfte, ihn auszuknipsen. Oder... Ah, du hast sogar eine Chance von 97%, den Typen zu treffen. Aber dann habe ich ja Hades Feuerschutz umsonst da gesetzt. Wobei, wenn du ihn einmal anschließt, dann ist er entweder tot oder nicht tot. Wenn er nicht tot ist und sich bewegt, dann hat sie die Chance, ihn umzuhauen. Und wenn er tot ist, dann ist der Feuerschutz von Hades vielleicht umsonst. Aber zumindest macht der mir dann mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Sorgen mehr. Also versuch dein Glück. Ja, das reicht. Totschießen tust du ihn nicht, auch wenn das natürlich... Na, du hast auch nicht das Kommando. Doch, wenn diese Einheit einen Gegner ausschaltet, erhält jeder Verbündete 10% seiner Maximum. Okay, das würde Hayley heilen. Aber so angekratzt ist die nicht. Sie ist auch die Einzige, die Heilung braucht. Die gar nicht wahr. Das ist noch zu überlegen, wenn ich ihn jetzt ausschalte, ob ich den Heilungseffekt dann mitnehmen will. Wenn Hayley ihn ausschalten täte... Ich will Hayleys passive Eigenschaften mir angucken. Ich weiß, dass sie nichts mehr tut, aber ich muss das mich, kann ich mir das nicht angucken? Das ist ja doof. Oder jetzt P drücken? Ja, bekomme ich die von Mikaela. Ah, das ist doof. Ich kann mir ihre nicht mehr anschauen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas hat, was sie auch heilt, wenn sie dort schießt. Das kann nämlich auch sein, dass ich sowas ausgeteilt habe. Egal, das will ich jetzt nicht. Du? Das ist doof. Du hast auf jeden Fall nur einen Schuss in der Wumme. Dann musst du jetzt auf jeden Fall nachladen. Und zwar genau jetzt. Lade jetzt nach! Und dann machst du das dahin. Wenn der ruckt und zuckt, haben wir ein Problem. Du gehst bitte nicht selber in den Feuerschutz von dem Typen da, richtig? Okay.
Okay, komm schon. So. Jetzt bist du noch dran. Ich glaube, ich will den Heileffekt haben. Sicher ist sicher. Du hast sie erwischt. Ist er jetzt geheilt worden, Mäuse? Bin mir nicht sicher. Mach mal Feuerschutz da hinten, falls da doch noch mal jemand auftaucht. Hier kommt nichts mehr durch. Los geht's! Hab dich, Loser! Der rennt hin, macht alles kaputt. Heifer! Keine Munition mehr. Au. Für die Königin. Was ist das? Zecken? Oh, ein Boomer! Scheiße! Nein, nein, nein! Bitte kein Boomer! Nein! Das ist unfair! Das wird klasse! Das wird scheiße! Was gibt's? Okay, theoretisch würde Mikala jetzt da schießen. Praktisch brauche ich ihre Aktionpunkte und ihre Trefferwahrscheinlichkeit aber hier hinten. Das bedeutet Haley. Wo sind die? Da. Ja. Ach, da ist auch noch so ein Sack. Puh. Doppelschuss. Zehnprozentige Trefferwahrscheinlichkeit. Es ist gegen alle Regeln der Wahrscheinlichkeit, das zu versuchen. Ich bin hier. Ich muss hier doch mit Mikaela aushelfen. Erstes Blut geht bei den Typen nicht richtig, oder? Ach, Präzisionsschuss. Erstes Blut geht sowieso nicht. Ja. Komm noch Munition! Ah, das war gut. Dass das gekriegt hat. Jetzt überlegen. August bleibt hier, richtet ihn hin. Dann hat sie 4 Aktionspunkte. Dann läuft sie mit rüber, um da helfen zu können, weil das wird notwendig sein. Bei dem Rüberlaufen kann sie die Kiste noch mitnehmen. Dann haben wir die alle. Bereit. Ja. Und August muss mit dem Typen dann auch irgendwie zurechtkommen. Das sollte ihm aber alleine irgendwie gelingen. Ja. Das heißt, du brauchst ja auch nur einen, um den hinzurichten. Richtig? Richtig. Bin unterwegs. Hey, hab ein Baby. Wer ist denn dein Baby hier? Du hetzt jetzt darüber und holst diese Kiste. Komm schon, bring mich da rein! Befehle? Das Gute ist, deine Granate ist wieder einsatzfähig. Und ich glaube, ich sollte sie jetzt benutzen, richtig? Richtig. Und zwar so, dass die beiden weg sind und der auch noch was davon hat.
schlecht, Baby! So, das war mal Nummer 1. August. Wie geht's weiter? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Im Grunde genommen musst du dich da rüberstellen. Und mit einem letzten verbliebenen Schuss bzw. Aktionspunkt. Wobei auch du hast noch eine Granate. Was wird der wohl machen? Das ist ein Berserker. Der will eigentlich irgendwie ran. Kann man machen, muss man nicht. Vorschläge? Mikaela. Du wirst da drüben gebraucht. Komm schon, bring mich da rein! Das ist witzlos. Das ist total witzlos, das so zu versuchen. Denn es steht zu gedeckt. Ist jetzt für dich irgendwas besser geworden? Nee. Du kannst auch nirgendwo hingehen, wo du einen Sichtlinien zu diesem Typ machst. Er ist viel zu weit weg für dich. August, der wird irgendwie auf dich zukommen und deinen Kreis reintapsen und dich im Nahkampf angreifen. Das wird August aushalten, glaube ich. Aber es kann mich vielleicht die nächste Bergung kosten. Aber so ist das, kann es nicht ändern. Mikaela sollte da drüben hingehen und da helfen. Ja. Mhm. Einen Schuss hast du noch. Prozent ist echt wenig. Dann versuch lieber, ihn aufzuhalten mit deinem einen Schuss, den du noch hast, mit dem einen Aktionspunkt, wenn er da hochtappst, dass irgendwie er hier reinläuft. Alles im Griff. Waffenexperte meldet sich. Der Waffenexperte hat schon durchaus Schaden gemacht bei dem Dicken. Versuch's mal weiter. Denn jetzt zu schießen, das ist zu doof. Wir müssen dir daran hindern, irgendwas zu tun und seine Aktionspunkte weg unterbrechen. Augen aufs Ziel. So, das war meine Runde. Es wird ernst, Leute! Ich bin durch, oder? Ja. Ich bin durch. Habe alles geschafft.
Wir haben das optionale Ziel eingesetzt oder erreicht, einen Waffenexperten einzusetzen, genau. Wir haben alle drei Kisten geschnappt und wir haben die Mission erzielt. Keiner ist niedergegangen. Und wir haben einen Energiebolzen legendärer Art. Plus 80 Schaden, minus 2 Munition. Dankeschön. Das brauche ich überhaupt nicht. So. Das Video zu dieser Mission ist wieder sehr lang geworden. Ich mache deswegen ab der nächsten Episode eine Änderung. Die ganze Ausrüstung der Helden werde ich nicht mehr ins Video reinnehmen, wenn ich ausknobele, wer was wohl anzieht, wer wessen Schlüpfer aufträgt. Aber ich zeige euch dann, wenn ich damit fertig bin, was die einzelnen Helden haben und wer überhaupt dabei ist. Ich glaube, dadurch spare ich bestimmt 15 bis 20 Minuten Videolaufzeit. Und dann wird es ein bisschen verdaulicher. Genau. Hier kann niemand aufsteigen. Schade. Aber ich finde, das haben sie gut gemacht. So, 4 neue Belohnungen. 4 Kisten sind aufzumachen. Wir können Truppen rekrutieren und so weiter. Und wir haben noch eine Nebenmission zu erledigen. Die machen wir dann aber erst im nächsten Teil. Bis dahin.